Hallo alle zusammen und schön, dass wir dabei sind zu einer weiteren Folge von Total War Warhammer mit den Chaoskriegern. In der letzten Folge haben wir uns dafür entschieden, mit Kolek hier das Lager der Waage anzugreifen, nachdem er schon ein bisschen durch die Gegend gelaufen ist. Ich bin der Meinung, wir schaffen diese Schlacht hier, da wir Kolek mit dabei haben, der ordentlich reinhauen kann und wir genug Fernkampf haben, um die Meisterheit zu zerschlagen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Aber das müssen wir jetzt erstmal beweisen. Dafür gehen wir jetzt auch aufs Schlachtfeld selbst und kämpfen dann mal. Das haben wir schon so selten genug gemacht, dass wir jetzt dann auch endlich mal das wirklich tun werden. Naja. Wie gesagt, fester Dinge bin ich eigentlich, dass wir es packen sollten. Wir haben zwar, was Infanterie betrifft, den Nachteil. Ja. Dafür haben wir mehr Kavallerie. Wir haben mehr Fernkampf dadurch gleichzeitig auch. Wir haben 400. Das müssten auch noch mehr sein als bei ihm. Nur infanterietechnisch müssen wir halt aufpassen. Dafür ist Kolek da. Der vernichtet alles, was zwei Beine hat und laufen kann. Ach, der ist ja ein Riesending. So ein Drachenoger-Schagott. Wenn wir jetzt kämpfen wollen, wir versuchen es mal, ob wir es packen können. Wenn nicht, haben wir erst wieder so eine Situation, scheiße. Versuchen wir erst wieder zu überleben. Aber wenn Kolek das jetzt hier gewonnen hat, dann hat er auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte gut, die wir sofort umsetzen werden in Hordenwachstum. Wenn die Horde wächst, dann kann er bessere Einheiten rekrutieren. Dann ist er generell besser dran. Wir haben es leichter, uns mit ihm selbst aufzurüsten wieder. Eine Armee zu haben, die selber gut genug ist, wenn wir jetzt die Chaoskrieger dort auch direkt bei ihm rekrutieren. Naja. So, Kolek ist ein Zuschläger, rüstungsdurchdringend und sehr schnell. Kolek Sonnenfresser ist jedem Sterblichen weit überlegen, sein Zorn und seine Stärke sind immens, ebenso wie sein Alter, er ist wahrscheinlich unaufhaltsam. Jo, und darauf baue ich jetzt gerade, dass er unaufhaltsam ist. Dass wir ihn einsetzen können, um wirklich alles und jeden zu vernichten. Darauf baue ich. Naja. Okay, von der Seite kommt die Verstärkung. Finde ich gut. Da würde ich mich gleich aufmischen hier. Da hinten kommen sie an. Die 1 bitte. Zack. Na, was ist denn hier los gerade? Oh, ich meine, wie langsam gerade das Spiel ist. So. Hallo? Ich drücke Shift. Wenn du halt nicht willst, dann eben so. Wow. So, nein, ich will Kolek da nicht drin haben. Was ist denn jetzt hier gerade los? Rüber mit dir bitte, du kannst hier nicht hingehen. Ja, das ist mir klar, habe ich ganz vergessen. 3. Guckt euch mal den hier an, ey. Ach du Scheiße. Er ist ja elektrifizierend. So, rein damit ihr bitte hier. Attacke. So, Plänkler-Modus bitte. Hang, Kolek macht sie platt. Super. Perfekt, perfekt. Okay, die sind gleich tot. Entsetzt, perfekt. Rainer, mit dir bitte hier. Rainer, los, was los? Weiter mit dir hier. Komm mit, wir werden jetzt die Trolle ein bisschen entsetzen. Kann ich entsetzen, fertig machen, besser gesagt. Perfekt. Was wird denn mit dir bitte? Ach, wird nichts gerade. Super. 39 Kills hast du schon. Dann gehen wir zum Hinrüber bitte. Machen wir den noch schnell platt. Peng. Komm mal hier rüber bitte. Hier unten wird der Kampf definitiv gewonnen. Kann ich jetzt schon sagen hier. So, Kolek, schnapp bitte mal den da drüben. So, wir müssen jetzt die Trolle jetzt erschießen. In Hoffnung, dass sie halt nicht mehr wiederkommen können. Sind die gepanzert? Nein, sind sie nicht. Super. Hier rüber mit dir bitte. Perfekt. Jetzt erschießt sie mal ruhig weiter.
Perfekt, das haut richtig gut rein hier. Man sieht's ja. Na, oh, nur unentschieden. So. Können wir dir wieder weiter hier? Komm schon, komm schon, komm schon. Einer ist schon gefallen von denen. Einen weiteren kriegen wir auch noch runter. So, weiter schießen bitte. Draufschießen bitte wieder weiter. Perfekt. Noch einer gefallen. Super, der feindliche Kommandant ist auch tot. Perfekt. Perfekt. Weiter hier drauf schießen bitte. Ich will jetzt die restlichen Chaos-Troller auch noch fallen. Sie fliehen zwar, aber noch ist die Schlacht nicht vorbei, deswegen, ja. Perfekt. Auch die fallen jetzt weiter, super. Die letzten müssen auch gleich fallen. Chaos-Trolle können unheimlich viel Schaden machen, deswegen will ich die unbedingt halt vernichten. So. Super. Rüber hier bitte, Kolek. Du hast einen Speed von 80. Wow, das ist wirklich flott. So, jetzt wollen wir uns mal um die Streitwagen hier drüben kümmern. Die sind das nächste Problem. Wenn die weg sind, ist die Schlacht eigentlich schon gewonnen. Da ist ja nicht mehr viel übrig. Er hat ein paar Chaos-Barbaren-Reiter noch übrig, aber naja, gut. So, bitte alle hier drauf stationieren und schießen danach. Der muss nämlich weg. Super, ich hoffe, die können jetzt hier nicht schießen. Ne, können sie nicht und wir können aber schießen. Perfekt. Ach, kacke. Drehen sich um. Weiter bitte mit euch hier. Weg, 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 weg. So, Kolleg ist gleich da. Auf jeden Fall hat er schon ein bisschen Schaden erlitten hier, man sieht's ja. Wieder rauf hier bitte. Komm schon, den will ich sterben sehen. Den Trupp. Perfekt, schmeißt mal hier eure Speere bitte. Jupp, der verliert Leben. Versuch mich zum Zingeln hier, kann das sein? Du Schwein, du. Wir haben das einige gerade bekommen hier. Ah, die Streitwagen haben nicht viel Leben verloren gerade. Diesmal. Ihr seid außer Atem. Ist frisch. So, spulen wir vor. Ich will mal sehen, dass ihr euch wieder erholen könnt ein bisschen. Oder haben sie jetzt geschafft, dass diese Ausdauer sich jetzt so anpasst, dass man die wirklich kaum noch... Ne, die pusht wieder auf. Wir sehen es ja schon hier. Da. Außer Atem. Es braucht ein Weilchen, man sieht's. Okay, da drüben sind ein paar. Hier ist der Anführer der Garnison. So, wir kommen von hier drüben dann. Kolek ist mit dabei. So, gehen wir jetzt mal alle hier rauf, bitte, auf den. Ich möchte den Falken sehen. Den Trupp. Dafür habe ich auch noch genug Munition. So. Peng, da fallen sie erstmal. Super, jetzt jagt er mich hier. Super, perfekt. Finde ich gut. Kann ich den nämlich beschießen. Genau, das war mein Ziel eigentlich, den zu beschießen, nicht die anderen. Schön, dass er mir jetzt wenigstens folgt. Super. Alle hier rauf auf den. Was macht ihr da drüben, bitte?
Perfekt, Kreuzfeuer. Die ultimative Möglichkeit, den zu zerstören, den Trupp. Okay, er flieht. Super. Er kommt nicht mehr wieder. Perfekt. Hat auch schon die Hälfte seines Lebens verloren. So, rühren wir den bitte hier. Gut, einmal hier rüber bitte. Mit dir, ich möchte mich den hier auch noch wegkriegen, den Streitwagentrupp. Der macht nämlich den meisten Schaden auf meine Infanterie. Komm schon, marschier! Der ist schneller, oder? Ja. Der ist schneller. So, weg hier. Den kriegen wir noch jetzt. Hat schon eine Menge Leben verloren. Komm schon. Er hatte noch ein Drittel seines Lebens. Komm schon. Den letzten will ich ihm auch noch nehmen. Super. Komm schon. Die letzten noch. Die letzten Lebenspunkte. 2000 hat er noch. Einer ist gefallen. Super. Jetzt noch die nächsten. Ja, der zweite ist gefallen. Perfekt. Sehr gut. Jetzt flieht er gleich. Perfekt, mach ihn platt. Super. Der dritte Wagen ist weg. Super. Wir haben schon noch den letzten hier. Oh je, der erleidet Verluste, man sieht es schon. Jetzt flieht er auch, perfekt. Perfekt. Hier ist nur Kavallerie drüben, oder wie? Was habt ihr für ein Speed? 102. So. Geh mal auf den hier drauf. Lass die erste Munition verschießen, ein bisschen. So. Hoch hier mit dir. Zack. Perfekt, der Trupp wird jetzt richtig leiden hier. Ja, da fallen sie. Man sieht's schon. So. Hoch mit dir bitte. Perfekt. Schön, dass wir es endlich wieder geschafft haben, dass wir hier ein bisschen Stärke aufbauen konnten hier. So. Kollege kommt jetzt hier rauf. Rühren wir die hier bitte. Perfekt. Weiter hier rüber bitte mit dir. Super. So. Raufschießen hier bitte. Perfekt. Hey, die verlieren ja hier sogar. Cool. Super. Perfekt, die fallen ja auch alle. Super geil. Und klar, dass es cool ist. So, alle bitte hier drauf jetzt. Perfekt. Super. Auch die fallen jetzt hier alle. Perfekt. Perfekt, perfekt. Auch die fliehen. Schlacht ist gewonnen, Leute. Ja! Super, geil. Ja, würde ich sagen, hat sich hier unser Kolleg der Sonnenschlinger echt gut geschlagen. Können wir das Gefecht beenden? Ja, geil. Cool. Können wir die nächste Stadt zerstören? Können wir wieder wachsen und du bist aufgelevelt wahrscheinlich wieder. Auch ziemlich geil. Das ist schon echt krass cool. Finde ich persönlich cool. Schön, dass die erste Schlacht, die wir dir selbst schlagen, gleich so erfolgreich ist. Die Armee vom Gegner war jetzt nicht gerade die feinste, aber sie war immer noch unsere überlegen. Zumindest von den Einheiten her, meine ich jetzt so. Was qualitative Sachen betrifft. Quantitativ hatten wir einfach genug gehabt, um ihn auszuschalten.
Schau euch doch mal an, wie viele Kills Kolek gemacht hat allein schon wieder. Der hat dafür gesorgt, dass die Infanterie flieht. Auch das kommt dazu. Das war einer der entscheidenden Punkte dabei. Ja, wir kommen jetzt langsam wieder an diesen Punkt, wo wir uns wehren können. Das finde ich echt geil. Kolek kann jetzt selbstständig werden, ist auch cool. Naja. Auf jeden Fall geil, dass wir das jetzt gepackt haben hier. 114 Kills von Kolek, ey. Krass. Einfach mal so fucking krass. Naja. Das ist wirklich fucking krass, ey. Cool, wir haben auch kaum Männer verloren. Super, Kolek. Guter Job. Super Job, Alter. Ja. Ich finde das so richtig geil, dass wir die Schlacht gewonnen haben. Das ist jetzt so die Bewährungsprobe gewesen, um mit ihm überhaupt erstmal wirklich angreifen zu können danach. Dadurch kann man wirklich die ganzen Chaos-Fraktionen vernichten. Mit der Hilfe von Kolek. Das ist schon ziemlich geil. Coole Sache. Super geil. Stammerwachen wecken. Wieder reißen mit haben. Okay, du bist aufgestiegen, super. Und dir fehlt auch nicht mehr viel. Dann können wir die Stämme des Chaos jetzt mal rufen hier. Boah, du kannst doch zu besser werden hier. Auch nicht schlecht. Herr des Sturms. Sternzerschmetterer, einzigartig. Sturmzorn, Aura des Chaos. Naja. So, wir sind jetzt auch bereit hier eigentlich. Okay, und kann sich wieder in die Richtung bewegen hier. Ach, da kommt ja eine Scalinger-Flotte. Okay, gut zu wissen. So. Baute mal den hier wieder. Hoffentlich kann man nachher die Armee angreifen, dass sie nicht flieht. Weil wir bekommen gleich noch einmal Rank-Up für Kolek und dann wächst seine Horde gleich noch schneller. Finde ich gut. Würde ich sehr gut finden. So. Kenzgrafen. Estalia. Tilea, Haknoten, Skellinger, Esslinger und auch die Beroslinger. Ja, wir können es auch machen. Aber gut, Leute, ich hoffe, euch hat der Part heute gefallen. Schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Total War Warhammer mit, ja, Maximum für 3. Mit den Chaos-Kriegern. Ein Like und ein Abo würde mir sehr helfen und ich würde auch wirklich endlich wissen, was euch gefällt. Endlich. Oh, lang warten. Nein, würde mich interessieren. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Total War Warhammer. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.